Mit diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du auf deiner Panflöte deine ersten Töne spielen kannst. Vorerst, es freut mich sehr, dass du die Panflöte gewählt hast, dieses wunderbare Instrument, und ich wünsche dir viel Freude beim Lernen. Der Klang auf der Panflöte entsteht, wenn du mit der Luft drüber bläst. Ich mache dir ein Muster. Je weiter nach oben, dass du bläst, desto schöner wird der Ton. Und wie du sehen kannst, die Panflöte, die Kante setze ich hier an, wo die Frau den Lippenstift aufträgt. Die rechte Hand führt das Instrument und du sollst sie möglichst locker halten und stell sie in die Hand, als wenn du jemandem die Hand geben würdest oder wie wenn du eine Säge in der Hand hast. So führst du das Instrument. Du arbeitest nicht mit dem Kopf, sondern mit der rechten Hand. Die linke Hand ist sehr entspannt, weil sie zuständig ist für Vibrato. Und wie das funktioniert, zeige ich dir gerne in einem anderen Video. Die Last des Instruments ruht auf dem kleinen Finger und die anderen drei Finger sind unsichtbar. Den Daumen hältst du hier oder ich persönlich mag es auch so. Und auf der linken Seite bin ich hier. George Zamfir sagte mir in seinem Kurs, erstes Rohr, letztes Rohr. Zu Beginn empfehle ich dir, sehr viele lange Töne zu spielen im mittleren Bereich der Panflöte. Das ist am einfachsten. Und du kriegst ein Gefühl für jede einzelne Röhre, weil jedes Rohr ist anders zu blasen. Je höher du spielst, desto höher musst du das Rohr ansetzen und umso kräftiger musst du blasen. Wenn du ein Gefühl entwickelt hast und das Rohr auch zu klingen beginnt, probiere mit der Zunge mehrere Töne zu spielen, in einem Ausatmen. Die Zunge hast du dabei hinter den Schneidezähnen und artikulierst einen D wie Dinner. Wenn auch das gut funktioniert, probier härtere Tonanfänge zu machen. Ich nenne das einen harten Ansatz und da wird das D zum T wie Theodor. Spiel auch ganz kurze Töne. Da ich dich nicht kontrollieren kann, sage ich dir jetzt noch Dinge, die du nicht tun sollst. Mache ich normalerweise nicht im Musikunterricht, weil ich ja korrigieren kann. Und dennoch sind das Fehler, die ich sehr häufig beobachte und darum gehe ich kurz darauf ein. Die Zunge hat nie Kontakt mit den Lippen. Du schließt und kannst nicht mehr ausatmen. Und es funktioniert nicht wirklich mit dem Stützen und blockiert dich. Es braucht Kraft,
und kannst nicht relaxed sein. Man soll möglichst entspannt Panflöte spielen können. Also Zunge immer, wie bei der Querflöte übrigens, hinter den Schneidezähnen. Dä, dä. Das Zweite, was ich häufig beobachte, ist, dass man zu tief bläst. Du kannst das kontrollieren, wenn du vor einem Spiegel bist. Du sollst die Düse sehen. Wenn du nach unten bläst, wäre das so. Dann siehst du die Düse nicht und es beginnt nicht zu klingen. Irgendein Teil der Luft geht schon ans richtige Ort, aber zwei, drei Töne und du hast keine Luft mehr. Wenn du gut trainiert bist, spielst du bis zu einer Minute einen langen Ton. Übrigens versuche auch, Töne leise zu beginnen und werde lauter und denk daran, nach oben zu blasen. Ich wünsche dir nun viel Erfolg mit deiner neuen Panflöte und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich. Ich würde mich freuen. Bis bald und tschüss.